das DRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Alba Biedermann. Kind klammert sich an Rettungswagen. Nach einem wunderschönen Besuch des DRK-Familientages im Karlsruher Zoologischen Stadtgarten wollte ein 5-jähriger Junge nicht mehr nach Hause und klammerte sich verzweifelt an einen DRK-Rettungswagen. Mithilfe der netten Notfallsanitäter konnte er überzeugt werden, dass es nächstes Jahr bestimmt wieder ein DRK-Familientag mit der AOK und der City Initiative gibt. Mit einem Pflaster und einem Strahlen im Gesicht winkte er zum Abschied. Hier ist das DRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Arno Glöschner. Filmstar gesucht. Das DRK-Filmstudio braucht Verstärkung. Hast du Erfahrung in Fotografie, Film oder Moderation oder möchtest genau das lernen, dann bist du richtig beim ehrenamtlichen DRK-Filmteam. Informationen kannst du anfordern unter filmteam@drk-karlsruhe.de. Hier ist das DRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Mirko Becker, Bergsteiger in Not. Fast 13.000 Menschen benötigen jedes Jahr die Hilfe der DRK-Bergwacht, um bei Notfällen in den Hoch- und Mittelgebirgen Deutschlands schnell vor Ort zu sein. Engagieren sich Tag für Tag 12.000 ehrenamtliche Bergretterinnen. Hier ist das DRK-Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Maya Glubczewska. Blut rettet Leben. Etwa 112 Millionen Blutspenden werden pro Jahr benötigt. Mit nur einer Spende kann bis zu 3 Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Das Rote Kreuz führt jedes Jahr über 40.000 Blutspendentermine in Deutschland durch. Hier ist das Rotkreuz-Filmstudio mit Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Lara Özkan. Wenn die Luft wegbleibt. Immer mehr Menschen leiden heutzutage an Asthma. Im akuten Notfall gibt es folgende Maßnahmen der Ersten Hilfe. Die Personen beruhigen. Sie auffordern, sich aufzurichten. Den Arzt oder gleich den Notruf 112 zu rufen.